Wir sind hier im Cinema im Ostertor und der Filmemacher Christian Wüstenberg präsentiert hier zusammen mit seiner Kollegin Silke Schranz heute Abend den Film Die Nordsee von oben. Herr Wüstenberg, wie kommt man auf die Idee, einen Film über die Nordsee aus der Vogelperspektive zu machen? Ja, Silke und ich haben Reise- und Naturfilme gemacht. Wir waren beispielsweise in Neuseeland und in Portugal und haben diese Filme schon in Kinos gezeigt. Da sind immer sehr viele Leute gekommen und deswegen haben wir uns gedacht, wir suchen uns ein nächstes exotisches Ziel und haben da aber eher so an die Karibik gedacht. Und dann saßen wir zu Hause auf dem Sofa und haben auf Arte gesehen Deutschlands Küsten und da waren Aufnahmen eingeblendet, wo ich gedacht habe, aus der Luft, die könnten irgendwie aus der Karibik kommen, habe dann aber schnell festgestellt, das ist die Nordsee und zwar aus dem Hubschrauber gefilmt. Aber das war immer nur kurze Einstellungen und ansonsten Geschichten vom Boden. Und dann haben wir uns gesagt, wir möchten diese Aufnahmen gerne länger sehen, haben geguckt, wer hat denn diese Aufnahmen gemacht, haben die Firma Vidicom in Hamburg gefunden und haben bei dem Chef Peter Badede nachgefragt, gibt es denn da noch mehr? Und da hat er gesagt, ja, wir sind mit dem Hubschrauber 2 Wochen über die Nordsee geflogen. Es gibt 40 Stunden Material, nur ein Bruchteil davon ist gesendet worden. Das heißt, es gibt Stunden über Stunden unveröffentlichtes Material. Und das hat uns so dermaßen fasziniert. Wir sind nach Hamburg gefahren, wir haben uns das angeguckt und wir haben gesagt, daraus muss man einen Kinofilm machen, weil das auf so einem kleinen Fernseher zu zeigen, das wäre schade. Man muss das auf so eine große Leinwand bringen, da sieht man Details, da sieht die Landschaft einfach fantastisch aus. Und das haben wir uns ein Jahr hingesetzt und dann haben wir den Film bearbeitet und jetzt sind wir hier in Bremen. Und diese Aufnahmen, wie sind die genau entstanden? Das kann man ja nicht mit jeder Kamera aufnehmen, denke ich. Nee, das ist eine ganz spezielle Technik. Diese Kamera hängt unterm Hubschrauber, die ist ungefähr so groß, das Objektiv ist 30 cm im Durchmesser. Diese Kamera ist ursprünglich für den amerikanischen Geheimdienst CIA entwickelt worden, für Spionage und Beobachtungsflüge. Man muss sich das so vorstellen, der böse Bube ist am Boden und soll beobachtet werden. Der Hubschrauber fliegt da drüber, aber der soll das ja nun nicht mitkriegen, dass da oben ein Hubschrauber unterwegs ist. Also fliegt er 1,5 Kilometer hoch, hat aber ein Wahnsinns-Zoom-Objektiv dran, das so nah ran kann, dass es sogar Nummernschilder und Gesichter erkennen kann. Und diese Technik ist eben jetzt zivil eingesetzt, sonst nur für extrem teure Werbefilme oder für Kinoproduktionen, wie zum Beispiel Home oder Die Erde von oben. Das sind aber internationale. Und jetzt ist zum ersten Mal in einem deutschen Kinofilm ausschließlich von oben und nur wahnsinnig tolle Bilder von der entweder Heimat oder da, wo andere Leute Urlaub machen. Ne? Gibt es denn dabei auch Aufnahmen, die Sie ganz besonders beeindruckt haben? Ja, als ich das geschnitten habe, da hat mich am meisten beeindruckt, diese Strukturen, die Priele haben, wenn sie da durch das Watt gehen. Und zwar sieht es zum Teil aus wie verzweigte Blutadern. Dann haben mich diese Farben beeindruckt, dass man ja normalerweise, ich komme ja von der Nordseeküste aus Otterndorf, das ist bei Cuxhaven, wenn ich da stehe, heute Morgen gerade habe ich da gestanden, der Himmel grau, die Nordsee eine braune Brühe. Es ist wunderschön da, aber es ist nicht so türkisfarben, wie man das aus der Luft sieht. Es ist türkis, es ist smaragdgrün, es sind wahnsinnig tolle Farben. Das hat mich beeindruckt, ja. Jetzt hatten Sie so viele Aufnahmen von dem Dreh, das müssen ja Massen gewesen sein. Wie stelle ich mir das vor, wie haben Sie da jetzt diesen Film rausgeschnipselt? Ja, deswegen haben wir auch so lange daran gesessen. Das war ein sehr langer Prozess, denn es gibt wahnsinnig viele tolle Aufnahmen. Wir haben aus diesen 40 Stunden Material erstmal am Best-of geschnitten, dann waren wir auf 7 Stunden. Dann haben wir das Freunden in Frankfurt gezeigt, weil wir einfach mal eine zweite Meinung einholen wollten, um mal Landratten, also die jetzt nicht von der Nordseeküste kommen, das zu zeigen. Dann haben wir 7 Stunden eine lange Filmnacht gemacht und haben da schon mal diese Aufnahmen gezeigt. Und dann haben wir danach gefragt, na Patrick, na folgt mal, wie sieht's aus? Was können wir jetzt rausnehmen? Und dann haben unsere Kumpels gesagt, ja nix, war doch alles schön. Dankeschön, das hat uns sehr geholfen. Dann haben Silke und ich lange darüber diskutiert, was drin muss. Ich wollte natürlich mehr meine Heimat so reinhaben, in die Gegend so um Cuxhaven, Elbe-Weser-Dreieck. Und Silke hat gesagt, nee, wir müssen auch natürlich die ostfriesischen Inseln reinhaben und natürlich darf Amrum-Sylt nicht fehlen und die Halligen und der Nordostseekanal und die Elbmündung, was alles da drin ist. Ja, das hat lange gedauert, aber wir haben es geschafft, denke ich, die besten 90 Minuten daraus zu holen. Ja, so ein wunderschöner Film ist entstanden. Warum sollte man sich denn den Film vor allem im Kino anschauen? Weil ich finde, dass wenn man das im Fernsehen Filme sieht, dann ist es tatsächlich so, dass die Aufnahmen, jeder kennt das, eher kurz geschnitten sind. Man sieht es 3 Sekunden, man sieht es mal 5 Sekunden und wenn es so Landschaftsaufnahmen sind, gibt es auch mal 10 Sekunden Einstellung. Das ist aber auch schon das Maximal der Gefühle.
Dann klingelt das Telefon nebenbei, dann muss man mal zum Klo, dann muss einer was zu essen holen und man lässt sich nicht auf diese Bilder ein. Und man sieht es noch in so einer kleinen Glotze. Warum man das im Kino gucken soll, ist einfach, weil Kino ein wahnsinnig tolles Medium dafür ist. Man hat erstmal diese große Leinwand, man sieht diese fantastischen Panoramen von dieser Landschaft, von der Nordseeküste auf einer großen Leinwand und man lässt sich ganz anders drauf ein. Und wir haben die Chance, mal so eine Fahrt um ein riesiges Containerschiff 50 Sekunden lang sozusagen stehen zu lassen, damit der Zuschauer sich darauf einlassen kann und Details entdecken kann, dass er darauf gucken kann. Ich meine, im Fernsehen, wenn man das so kurz sieht, das wäre, ich gehe ins Louvre, guck mal die Mona Lisa an, aber nur 5 Sekunden und dann nimmt sie mir schon jemand weg. Und hier habe ich im Kino die Gelegenheit, die Leinwand ist, der Saal ist dunkel, die Leinwand ist groß und ich lasse mich darauf ein und ich gucke mir diese wahnsinnig tollen Aufnahmen an. Vielen Dank. Gern geschehen.